Hi, gute, der Jan hier. Es ist mal wieder Zeit, den Ofen zu reinigen, beziehungsweise geht mir um das Ofenrohr hier. Ja, ich mache das nicht ab, aber ich zeige euch mal, wie das ganz einfach geht. Und zwar, wie ihr seht, oder auch nicht, mal gucken, ist noch ein bisschen Glut unten drin. Der Ofen war an. Ich habe den langsam ausgehen lassen. Ja, er ist unten dreckig, er zieht nicht mal richtig. Jetzt nicht, weil das Rohr zu ist oder was, sondern weil unten der Aschekasten ist voll nass. Ich hatte keine Zeit, ihn zu reinigen. So, jetzt mache ich mal meine Stirnlampe an, dann wird es ein bisschen heller. Sonst wird das Video nichts. Jetzt gucken wir mal hier rein. Gucken, ob man was sieht. Bisschen, glaube ich. Gell? Wenn ich jetzt hier. Das Ofenrohr ist jetzt so, dass man es noch anfassen kann. Gell? Aber hier fliegt die ganze Asche weg, wenn ich hier dran gehe. Ja? Das heißt, ich brauche es nicht abmachen. Es fliegt so alles raus. Ja, der hat so viel Zug jetzt, der Ofen. Ja, dass alles rausfliegt. Richtig klasse. Ja, so. Ein Teil fliegt oben raus. Ein Teil fliegt dann unten ins Rohr rein. Gell? Weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Auf jeden Fall macht das so richtig Spaß, den Ofen sauber zu machen, weil ich eben nicht das Rohr abmachen muss. Gell? Was nehme ich dazu? Einfach einen Stock, einen Schwamm vorne dran halten und fertig. So, jetzt noch ein bisschen das Zeug hier rüber geschoben, dann fällt das runter in die Klappe. Da kann es liegen, da kommt irgendwann der Schornsteinfeger und Stirnlampe aus. Wenn er es sauber macht, dann holt er eben die Asche wieder mit raus. Gell? Auf jeden Fall ist das ganz einfach. 10 Minuten gemacht, man braucht das Rohr nicht wegmachen, den Ofen jetzt nicht zu verrücken. Und ich habe mir das so ausgedacht. Und es kommt hier keine Asche in den Raum rein, hier durch die Öffnung. Ja, weil es zieht alles nach oben weg. Gell? Prima Sache. Draußen schneit es jetzt schwarze Asche. Ich freue mich. Gell? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jan. Tschüss.